Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie hier an diesem wunderschönen Kinderspielplatz, leider ohne Kinder. Mein Name ist Gudrun Nebel und ich bin eine Dozentin der Kinderheilkunde an der Isolde-Richter-Schule. Dieser Kurs ist ganz besonders wichtig, denn Kinder sind unsere Zukunft. Und um so einen leeren Kinderspielplatz dreht es sich ein bisschen in meinem Blog, weil viele Kinder sind schon in jungen oder sogar sehr jungen Jahren übergewichtig oder sogar adipös. Das liegt zum einen an der fehlenden Bewegung, zum Beispiel auf so einem Spielplatz, und natürlich auch durch die Ernährung. Und viele Kinder haben heute schon ein metabolisches Syndrom. Was ist das? Diese Kinder leiden schon an Diabetes mellitus, beginnend oder schon manifestiert, an Bluthochdruck, an viel zu hohen Blutfettwerten und natürlich auch an Übergewicht. Und dieses wieder in den Griff zu bekommen, die Eltern und die Kinder dazu zu motivieren, mit der Ernährung die so einzustellen, dass sie abnehmen, dass ihnen wieder besser geht, dass sie ein besseres Leben vor sich haben, das ist der Grund meines Blogs. Wir machen noch ein bisschen einen Ausflug in die Bachblüten, in die Aromatherapie. Was kann man da unterstützen? Und alles zusammen sind eben die 4 Abende, die wir gemeinsam verbringen. Sie bekommen viele, viele wichtige Tipps und Tricks an die Hand, zum Beispiel ein kleines Rezeptheft, mit dem Sie die Eltern schon motivieren können, etwas umzustellen. Kinder sind unsere Zukunft, auch die Kinder sind die Zukunft in unseren Praxen. Denken Sie daran, es würde mich freuen, wenn Sie gerade diesen Blog in der Kinderheilkunde buchen würden. Vielen Dank.